Ja, guten Tag, ihr lieben Leute, oder ihr bösen Leute. Willkommen bei uns hier, mal wieder. Ja, yeah, hallo. Hallo. Wir sind wieder da mit einem... Ja, wir haben uns so gedacht, was finden wir denn noch so Schönes, was wir so ein bisschen amüsant euch darbringen können. Und wir haben ein Spiel gefunden. Ja, du hast es gefunden. Ja. Die also, Schweizer haben es erfunden. Nein, ja, haben sie nicht. Nee. Auf jeden Fall, es geht um Sonic X, einer Creepypasta, und da ist jetzt eine neue Version von dem Spiel gestern rausgekommen, und Marlene und ich haben ja schon mal die vorherige Version gespielt. Marlene hielt davon nur nichts. Und ich habe es auch völlig verdrängt und vergessen, also insofern lassen wir es bitte auch beerdigt und sind auf die neue Version gespannt. Ja, also der Titelscreen sieht gleich aus. Tails kann man auswählen, die anderen beiden noch nicht. Okay. Starten wir mal schauen, ob wieder diese Lache kommt. Okay. Data's. Ja, sie kommt. Okay. Ich höre es ja nicht, erst dann, wenn das Spiel hochgeladen ist. Act 1, geht's los. Na gut. Gut, hier sehen wir wie immer Tails. Was ist jetzt hier wohl neu an der Version? Ich glaube, Tails bewegt sich etwas schneller. Oh, man kann springen! Das ist toll. Wunderbar, das, Marlene? Okay, also bei Jump and Run wundert mich überhaupt, dass man springen und laufen kann. Ja, das ist ja eine Creepypasta wird ja in einem Spiel versuchen, die Creepypasta im Spiel darzubringen. Und, okay. Da konnte man vorher noch nicht rennen. Jetzt sind hier die toten Tiere überall. Das ist ja furchtbar, schon wieder so tote Tiere. Ich mag das überall, nicht. Überall, ey. Will das nicht. An alle Leute, die Sonic.exe noch nicht kennen, es ist eine Creepypasta. Ich poste euch den Link in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch die mal durchlesen, was es mit diesem komischen Spiel auf sich hat. Ja. Jetzt hört sich die Musik hört jetzt auf. Was passiert gerade? Tails rennt. Oh, da ist Sonic. Aha. Oh oh. Was passiert da? Ich sehe nur alles ein bisschen verschwommen jetzt. Ja, das muss so sein. Okay. Und Sonic macht seine Augen auf. Hallo, do you want to play with me? No. Es geht los. Verstecken spielen, wie schön. Oh, Tails weint. Wer weint? Der Fuchs hier. Die Stage sieht ein bisschen anders aus und Tails heult auch. Oh Gott. Die Musik ist schon ein bisschen gruselig, muss ich schon lassen. Okay. An mir gefällt an der Neuerung schon mal, weil ich bin ja so ein Fan von diesem Sonic Exe, dass man springen kann. Ich springe jetzt die Zeit, das ist so schön. Oh, was ist das denn? Ach, das ist oh, eine nein, Sonic kommt! Nein, renn schneller, Tails, renn schneller! Renn, ich kann nicht mehr rennen! Außerdem sieht er aus, als wenn er Segen an den Füßen hat. Du wirst jetzt gleich gefressen. Ja. Jetzt heult, Tails. Heult schon. Oh Gott, oh Gott. Oh, da ist Sonic. Das ist ja doof. Was ist jetzt? Sind wir jetzt tot? Können wir jetzt aufhören? You're too slow! Nein, du bist zu langsam! Nicht. Ja. So, Tails ist schon mal tot. Jetzt nehmen wir Knuckles. Gott. Ja, mal. Und wenn wir sie alle abgemurkst haben, dann ist es auch dann vorbei. Dann spielen wir es auch nie mehr wieder. You can't run, ist das nächste Level. Also du kannst nicht laufen. Aber wir rennen. Gerade. Rennen. Und ich kann wieder springen. Ich mag dieses Springen jetzt schon, ey. Das ist schön. Dann spring du mal schön weiter. Ja. Also an der Stage hat sich jetzt nicht viel verändert. Nee. Jetzt ist nur auf einmal alles voller Blut. Oh. Sonic ist da. Jetzt ist der... Found you. Okay. Sind wir jetzt tot? Nein. Jetzt müssen wir Sonic fangen, aber Sonic lässt sie nicht fangen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, das ist jetzt... Oh, und tot sind wir. Ah, wie schön. Das ging ja jetzt rapzap. Sehr gut. Also ich muss... Und den letzten noch. Ich muss aber trotzdem sagen, also die Creepypasta ist... Das ist wirklich gut umgesetzt in dem Spiel. Also wenn du... Das ist glaube ich keine Creepypasta für dich, Marlene, aber das ist... Die ist also vom Story her ist die gut umgesetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, ich habe die ja schon mal gelesen, aber ja.
Wie gesagt, ich habe das Spiel vergessen und die Creepypasta wahrscheinlich auch verdrängt. Ja. Ich lese auch zu viele andere Sachen, deshalb, interessant ist, ja. So, jetzt rennen wir mit Dr. Robotnik rennen wir jetzt irgendwie auch noch um unser Leben. Juhu! Run, Dr. Run! Run! Ja, gar keine Rings! Null Rings! Das ist aber bedauerlich hier! Ja, aber eigentlich, das geht ja bei Sonic eigentlich darum, dass du umso mehr Ringe du findest, desto mehr höher ist deine Punktzahl, aber das ist ja hier eine Creepypasta und hier soll man ja keine Punkte sammeln. Okay. So, und der Screen wird wieder dunkler, die Musik hat aufgehört. Oh, und da ist Sonic. Sehr schön. Und der Bildschirm ist wieder gruselig. Was passiert? Ja, was schneit. Wir sind tot. Wir sind... Oh, nein, mein Gott. Das ist aber ein hübsches Tier. Ja, das ist Sonic. Okay, aber Sonic sieht eigentlich anders aus, ne? Ja, das ist ja dieser verfluchte Sonic. Ja. Na gut, okay, ich bin Gott. Okay, Sonic, du bist Gott und hast du gut gemacht. Und jetzt? Ja, also das hast du schon gesagt eben. Hör mal, der kriegt ja epileptische Anfälle. Ready for round 2. Julian? Da stand gerade mein Name. Da kannst du mal sehen. Also das finde ich jetzt gut. Das fand ich jetzt gut. Oh. Oh je, was ist, jetzt kommt so eine Beschwörungsmusik. Marlene, ich habe jetzt keine Lust, das zu übersetzen. Oh. Wir übersetzen das und posten euch in die Beschreibung. Du übersetzt das, ich kann keine. Aber da stand gerade mein Name, Marlene, das fand ich gut. Ja, ich kann dir auch erklären, warum. Wie denn? Warum? Du meldest dich doch in Windows an mit deinem Namen, ne? Ja, und da zieht er den raus. Bestimmt, ja. Mhm. Kann ja nicht anders sein. Naja, ist so. Ich kenne solche Spiele auch. Und da habe ich mich immer zu Tode erschreckt. Also als kleineres Kind würde mir das schon Angst anjagen, wenn ich jetzt nichts davon wüsste. Ja. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Weil weiter geht's, glaube ich, ja nicht. Nee, das ist schön. Das war kurz und schmerzvoll. Das war die neue Version von Sonic.exe. Wir sind begeistert, spielt es selber, seid auch begeistert. Wir stellen euch den Link in die Videobeschreibung. So ist es, das werden wir auf jeden Fall machen. Du wirst es machen. Ich mache es, genau, falls ihr es spielen wollt. Ja, haha. Postet uns Video antworten. Genau. Deshalb, Leute, wir sehen uns demnächst wieder, ne? Genau. Bis dann.